Hallo und herzlich willkommen zu einem Unboxing. Ich habe ein Paket von Messer & Co. bekommen und ich öffne es mit diesem Custom Knife Factory Decepticon 3, weil es ja sehr viele Ähnlichkeiten hat mit diesem Messer, was sich hier drin befindet. Es hat auch sehr viele Öffnungen im Griff, wie auch in der Klinge, kugelgelagert und auch Liner Lock. Ja, dann werde ich es mal öffnen. Super Klingengang, obwohl ich es eine Zeit lang als EDC benutzt habe und sich da sehr schnell viele Flusen ansammeln. Aber einem Klingenlauf hat das nicht geschadet. Leider habe ich jetzt nicht so einen Kompressor, wo ich einfach Luft mit Hochdruck durchjagen könnte, aber ja, mit Wattestäbchen und so ging es auch, aber ist halt ärgerlich. Deswegen ich dieses hier auch nicht als EDC nutzen werde. Oh. Überraschung, eine Kappe von Wii, hätte ich jetzt nicht gedacht. Nicht schlecht, also. Ich habe schon überlegt, mir selber mal eine zu kaufen, aber ja, super Teil, denn ich habe oft eine Kappe, dann passt das schon. Hier haben wir die Rechnung, tun wir mal beiseite. Sehr gut verpackt. Oh, Mr. Tom. Sehr gut. Die mag ich auch gerne. Dann haben wir natürlich noch die Karte von Dirk Wanner. Und eine ganz besondere Verpackung. Die Standard-Wii-Verpackung ist das nicht. Sieht sehr schön aus, also ist nicht gerade weiß, sondern so ein bisschen glänzend, wenn man das auf der Kamera erkennen kann. Sieht auch schon drauf, was drin ist. 719A Eschaton. Sonst steht von außen nichts mehr drauf. Auch sehr schön hier diese Öffnungen. Kann man sehr leicht rausziehen. Und dann haben wir gleich noch eine sehr schöne Verpackung. Hier oben steht Limited Edition. Das ist auch sehr schön, diese Verpackung. Kann man schlecht beschreiben. Das Schwarz ist auch halt glänzend gehalten. Dann öffnen wir uns mal weiter. Auf Magnetverschluss. Hier wohl eine Unterschrift. Kann ich jetzt nicht lesen. Joe. Irgendwas. Dann haben wir hier ein Zertifikat, auch sehr schön, Nummer 91 von 500. Auf der Rückseite ist nichts mehr. Legen wir das mal dahin. Dann haben wir hier noch so ein Silika-Päckchen. Ein Mikrofasertuch, das kennt man schon. Liegt, glaube ich, bei jedem dabei. Ja, und dann haben wir natürlich das Messer nochmal extra in der Plastiktüte. Aber feste drin. Aber auch sehr schön hier im Schaumstoff. Die tun wir mal dahin. Aber was gleich sofort auffällt, ist doch, dass es sehr, sehr leicht ist. Obwohl es nicht die Carbon-Variante ist. Sieht sehr schön aus, dieses blau anodisierte Titanium Stonewash. Und hinten das Bronze. Und der Backspacer, wenn man es so nennen möchte, besteht aus einem kompletten Stück. Und jetzt haben sie halt auch diese Star-Schrauben, wie beim, gucken, wo habe ich sie hier? Bei den normalen Wii-Modellen hat man halt diese Sternschrauben,
Na komm, Fokus. Und hier hat man jetzt halt auf Standard Torx gewechselt. Ob die jetzt auch aus Titan sind, das weiß ich jetzt nicht. Ich denke aber schon. Na, hier kann man innen drin schon sehen, dass von der Schraube kommt so ein bisschen blau raus. Also die haben das schon mit Loctite gesichert. Aber ich denke, das Auseinandernehmen sei schon möglich. Ich weiß, bei meinem 604 hatte ich vor allem hinten an der Schraube Probleme. Die war sehr, sehr fest und mit Loctite gesichert. Dann wollen wir es mal öffnen. Geht auch sehr sauber. Das ist auf jeden Fall sehr frontlastig, obwohl die Klinge mit diesen ganzen Ausbrüchen schon relativ leicht sein sollte. Ja, natürlich ein sehr aufregendes Design. Dieses Two-Tone-Finish, dieses schwarze und dann Satin. Hier oben noch eine schöne Swatch drauf. Und Handlage muss man schon sagen, liegt wunderbar in der Hand. Könnt ihr jetzt denken, dass das sehr viele Hotspots hat, aber kann ich jetzt nicht sagen. Liegt für meine mittelgroße Hand, würde ich sagen, sehr gut in der Hand. Man kann dann auch noch vorgreifen. Natürlich ist das jetzt kein Messer, was man für große Aufgaben benutzt, weil diese Klinge, vor allem weil sich auch da sehr viel Dreck ansammeln wird in diesen Zwischenräumen. Und hier haben wir halt einen Liner-Lock. Der soll aus Stahl sein. Lässt sich auch sehr leicht lösen. Klingengang out of the box ist hervorragend. Fällt einfach so zu. Also, sehr schön, muss man schon sagen. Hier unten steht auch noch die Stahlbezeichnung. Böhler M390 soll das sein. Ja, Fokus. Ja, da haben wir es. Sonst halt hier auf der Schraube noch das V-Logo. Dann haben wir hier noch die Seriennummer. 97 von 500. Und halt hier hinten noch Isham, also der Designer Elijah Isham, und halt noch in einer besonderen Schriftform Escherton. Finde ich sehr schön, dass auf der Klinge nicht so viel draufsteht. Das machen die bei VIA, bei VIA an für sich nie, dass sie die Klinge voll texten. Also der Klingengang ist wunderbar, Flipping Action auch, Handlage, aber dieses wird nicht als EDC oder so benutzt, das ist an für sich nur hier ein Sammlermesser. Klingenstand ist auch hervorragend. Alles in allem muss man sagen, also ist alles sehr schön gerundet, hier ist nichts scharfkantig. Auf der anderen Seite ist alles sehr schön abgerundet, die Innenflächen. Auch wenn man es mal richtig hart stark in die Hand nimmt, da fühle ich hier vorne an der Ecke hier ist ein bisschen spitz, aber jetzt auch nicht scharfkantig oder so, aber man merkt, wenn man es mal fest in die Hand nimmt, dass es da schon so ein bisschen drückt. Auch hier die ganzen Klingendurchbrüche sind innen drin. Ja, ein bisschen scharfkantig, aber nichts Schlimmes oder so. Mal gucken, ob Spiel im Detent ist. Ne, null. Ja, von der Größe her muss man den Decepticon vergleichen. Ja, schon annähernd gleich groß. Passen auch sehr gut zusammen, diese zwei Messer. Wo man schon denkt, dass Decepticon, das ist schon ein sehr extravagantes Design. Aber wenn man das wieder neben hält, wirkt das ja schon fast ja, bieder, normal. Ja, dieses Messer zum ersten Mal gesehen habe auf diesem YouTube-Kanal von Epic Snuggle Bunny. Da dachte ich sofort, also dieses Messer, das muss ich haben.
Und es hat auch lange gedauert, bis es endlich rauskam. Aber ich habe es durch Zufall dann entdeckt bei Messer & Co. Und dann habe ich nicht lange überlegt, sondern sofort zugeschlagen, weil ist ja auch limitiert. Und dann weiß man nicht, ob man es so schnell nochmal bekommt. Ja, der Clip ist relativ stramm, aber sieht auf jeden Fall sehr schön aus, passt sich dem Design sehr gut an. Ja, ich war im ersten Moment überlegen, soll ich mir die Carbon-Variante oder die Titan-Variante holen? Schwierig. Carbon finde ich natürlich schön, weil das auch noch leichter ist. Und Volltitan habe ich schon sehr viele. Aber dieses Farbenspiel zwischen dem Blau und Bronze, das fand ich halt sehr aufregend. Mal gucken, ob das Spiel in der Klinge ist. Er ist auch bombenfest. Muss man so mal macht, man hört einfach sich überhaupt nichts vom Kugellager. Klinge wird auch super eingesaugt vom Detent. Ja, alles in allem ein super Messer, was natürlich für ein Messer wenig Gebrauchswert hat, ne? Diese Klingenform, die ganzen Öffnungen, das ist, naja. Aber dafür gibt es ja von Elijah Isham das von V-Knife gefertigte Zeta. Das ist von der Optik her, also vom Design her gleich, aber halt nicht so aufregend, auch keine Klingendurchbrüche. Und wenn man dieses Design mag und möchte mehr auch damit dieses Messer benutzen, dann wäre das Zeta wohl die Variante, die man wählen sollte. Aber für die Vitrine ist natürlich dieses Modell, was man wählen sollte. Okay, dann vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.